Das ist Badminton, alles andere war nur Federball. Dieser Spruch geht in der Halle um nach dem packenden Herren-Einzelfinale zwischen Alan Shackman aus den Vereinigten Staaten und Alan Plavin aus Litauen. Der sechsmalige US-Junioren-Champ und der Goldmedaillengewinner der letzten beiden European Maccabi Games schenkten sich in einem hochklassigen Dreisatz-Match keinen Millimeter. Doch der Reihe nach. Am Vormittag schon hatte der gebürtige Berliner Baray Ephraim Savar die Qualität des Amis schmerzvoll erfahren müssen. Im Doppel mit seinem Partner Michael Resnik war er im Viertelfinale an dem US-Duo Shackman-Berdyshevsky klar in zwei Sätzen gescheitert. Kein Beinbruch für den 36-jährigen Medizinstudenten. Für ihn bedeuten die European Maccabi Games vor allem, dass wir, egal wie verschieden wir sind, aus welchen Nationen wir leben, als jüdische Menschen wir immer Gemeinsamkeiten haben, die nicht nur auf religiöser Basis bestehen, sondern auch in sozialem Verhalten, in gewissen Dingen, die wir andere wissen oder ein anderes Verständnis, wenn wir gewisse auch traditionelle Dinge machen, dass es ein Verständnis dafür gibt, dass wir zum Beispiel hier überall koscheres Essen haben. Das ist eine Sache, die bringt uns natürlich zusammen. Weil nicht alle ernähren sich koscher, aber in diesem Moment, wo man nach dem Sport sich hinsetzt und zusammen isst, das ist ein grandioser Moment. Nach dem gemeinsamen Essen ging es dann am Nachmittag sportlich weiter. Während Shackman sich noch durch seine Mixed-Spiele kämpfte, bereitete sich Plavin auf seine ganz eigene Art auf das Finale vor. Als es dann endlich losgeht, ist der Litauer aber hellwach. Den ersten Satz muss er zwar mit 21-17 an den US-Nationalspieler abgeben, doch im zweiten Satz zeigt der 22-Jährige seine ganze Klasse, gewinnt mit 21-14 und erzwingt so den Entscheidungssatz. Hier erwischt dann allerdings erneut Shackman den besseren Start. Doch Plavin kämpft sich heran, kann die Schlussphase bis zum Stand von 18-18 völlig offen gestalten. Am Ende hat Shackman die besseren Nerven, gewinnt Satz, Spiel und das Turnier mit 21-18. Ich weiß, dass wir gleich gut sind. Ich habe einen riesen Respekt vor meinem Gegner. Er ist sehr schnell und ich habe mich wahnsinnig unter Druck gesetzt gefühlt. Als Sportler muss ich mich beruhigen, damit ich besser mit dem Druck umgehen kann. Wir haben auch mit dem Sonnenlicht zu kämpfen gehabt, konnten nicht gut sehen. Daran müssen wir uns gewöhnen und schlau spielen. But we have to adjust, you have to play smart and calm yourself down to play your best game. Am Ende können sich beide über Gold freuen, denn die Amerikaner starten als Nicht-Europäer außer Konkurrenz.